Und ich möchte euch kurz was über den Projektstatus erklären oder erzählen. Und ich, das bin ich, wenn ihr irgendwie im Internet unterwegs seid, dann werdet ihr vielleicht mal diesen Avatar gesehen haben. Wer mir folgen will, da ist auch der Hashtag. Und im Wesentlichen bin ich Ex-Member of, keine Ahnung, ich war im Projekt schon in allen möglichen Teams drin und bin jetzt noch in ein paar Teams, die sich mit Coding auseinandersetzen, CMS-Release-Teams, CMS-Maintainers, versuche also den Code einigermaßen clean zu halten und Pull-Requests zu mergen und war bis letzten Monat noch im Production-Leadership-Team. Das bin ich jetzt auch nicht mehr. Fangen wir mit dem Thema an, was das Projekt schon einige Zeit beschäftigt. Wem sagt dieser Begriff Structure Change was? Vielleicht mal kurz die Hände hoch. Mein Beileid. Die anderen wissen es jetzt gleich. Und zwar müssen wir da so ein bisschen in die Vergangenheit auch gucken und das ist mein liebster Effekt bei Keynote. Schauen mal ein bisschen zurück. Also der wirkliche Beginn dieser ganzen Sache war dann in 2010. Das war ein Leadership-Meeting in San Jose, Kalifornien. Und da wurde diskutiert, wie man denn die Struktur des Projektes ein bisschen anpassen kann. Und zwar zu dem Zeitpunkt gab es nach einigen Änderungen die Struktur, dass wir also drei Teams haben. Das ist einmal OSM, das ist einmal das CLT und einmal das Production Leadership Team. Alle mit unterschiedlichen Aufgaben. Was sie jetzt genau tun, ist gar nicht so wichtig für diesen Structure Change oder für die Erläuterung dazu. Das Einzige, was man da so festgestellt hat oder was also immer wieder hochgekommen ist, dass wohl die Kommunikation zwischen den einzelnen Teams mal besser, mal schlechter war. So. Das hat dann eben so über einige Zeit gedauert, bis es dann 2015 zu einer wirklichen Abstimmung kam über ein knapp 48-seitiges Konzeptpapier, wie denn eine neue Struktur aussehen sollte. Und in dem kurze Zusammenfassung ist, also eine der großen Erkenntnisse oder was viele Leute erkannt haben wollten, ist, dass also gewisses die Kommunikation eben nicht so gut war, weil so die Gruppen nur untereinander gearbeitet haben und nicht wirklich miteinander. Ketzerisch könnte man jetzt behaupten, wir hatten vorher drei Teams und nach diesem Structure Change haben wir, glaube ich, 7 oder 8. Wie das erst besser machen soll, ist eine gute Frage, aber nichtsdestotrotz, diese Abstimmung lief eben und die Abstimmung wurde dann mit der erforderlichen Mehrheit, und zwar genau mit der erforderlichen Mehrheit, dafür und das heißt, wir machen also jetzt diesen Change unserer Struktur. Dann passierte erstmal lange Zeit nichts. Und bis Mai 2016, das ist jetzt dieses Jahr, passierte immer noch nichts. Und im Juli, August 2016 hat dann das CLT, das bis dahin nicht wirklich mehr aktiv war, so eine Art Restart gemacht. Die waren nur noch drei Leute und zwei davon waren in Dauerurlaub. Also hatte man versucht, dieses wieder zu restarten. Die sind jetzt, glaube ich, wieder 7 oder 8 Leute. Und sind wir frohen Mutes am Arbeiten. Tolles Wort, ja. So sieht es also jetzt aus. Das PLT war von dieser ganzen Sache nicht so wirklich betroffen. Die haben einfach weitergemacht, als wäre gar nichts passiert. So, also Software, habt ihr ja gesehen, es gab neue Releases und so weiter. Von daher ist das passiert. So, was jetzt eigentlich passieren müsste, wäre, dass diese Struktur soll eine Bottom-up-Struktur sein. Das heißt, dass die einzelnen Teams, ich weiß nicht, wer kennt dieses Freiwilligenportal? Wer kennt das? Das sind deutlich zu wenig, das solltet ihr besser kennen. Es gibt also ein Portal, da sind die ganzen Teams gelistet und da kann man also die Teamleader kontaktieren, kann sich in ein Team eintragen und diese Teams sollen eigentlich dann die ganze Struktur nach oben wählen.
denen müsste man jetzt mal eine E-Mail schreiben, ungefähr seit anderthalb Jahren. Das ist jetzt der nächste Schritt, der kommt. Und ich persönlich muss sagen, war immer gegen den Structure Change, was man vielleicht so ein bisschen aus dem Vortrag jetzt schon raushören konnte. Ich denke, dass es unsere Probleme nicht lösen wird, aber wir werden es sehen. Es ist jetzt nun mal beschlossen, das machen wir dann einfach mal und hoffentlich kriegen wir es jetzt auch irgendwann mal zu Ende. Das ist Structure Change. Wenden wir uns jetzt einem etwas schöneren Thema zu, und zwar den nächsten Versionen. Und zwar gehen wir mal über 3.6. 3.6.3 ist die nächste Version, die wir ausliefern möchten. Da sind wir schon relativ weit. Ich gehe da einfach mal so durch. Bis zu dem Stable Data Release. Also das ist der Zeitplan für die 3.6.3. Wie ihr seht, das ist ein Patch Release. Das heißt, da werden Fehler behoben, da sind keine neuen Funktionen drin. Also nichts wirklich Spannendes. Es wird auch wahrscheinlich kein Security oder sowas. Issue ist da auch nicht groß gefunden worden. Es ist also ein ganz normales Maintenance-Release. Sind aber mittlerweile schon irgendwie über 400 Commits da drin. Also da ist schon eine ganze Menge drin gemacht worden. 3.6.4, das ist jetzt, da gibt es so einen Vorschlag, wie wir das machen sollen. Und der Vorschlag besagt im Grunde genommen, dass wir immer jeden zweiten Dienstag im Monat ein Release machen. Und dafür wäre, wenn wir dem folgen würden, das ist nicht offiziell, dann wäre das nächste Release dann eben am 8.11. So. Kommen wir zu 3.7. Okay, gehen wir mal durch. Eine große Änderung, Carsten Fields, wo ist der Kollege Aaron? Alon. Da hinten? Der macht heute Vorträge auf dem Joomla über Custom Fields. Da könnt ihr dazu was hören. Im Grunde genommen könnt ihr dann zu Artikeln Felder hinzumachen, wie ihr das eben wollt. Einfach gesagt. Das New Routing. Eine Never-Ending Story. Ist im Grunde genommen relativ weit. Wird ausgiebig getestet momentan. Scheint zu funktionieren. Sind immer noch ein paar Bugs drin, aber geht voran. Sieht also gut danach aus, dass das in 3.7 rankommen wird. Was haben wir noch? Show Global ist eine Funktion, dass ihr im Backend sehen könnt, wie sind die globalen Einstellungen, wenn ihr was auf einem Menüpunkt ändert. Dann gibt es noch so einen Username-Check. Man kann die für multilinguale Seiten kann man dann auch in den Artikelübersicht und in der Artikelliste sehen, was sind die Associations dazu, also welche verbundenen Artikel habe ich in einer anderen Sprache. Das sind so ungefähr die Sachen, die in 3.7 reinkommen. Das ist geplant für dieses Jahr. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert. Ich habe gestern noch gehört, dass wir leider irgendwie gestern noch den Release-Leader auf dem Weg verloren haben. Von daher müssen wir, bitte? Chris Davenport. Der hat wohl irgendwas, genau, das weiß ich da auch nicht, was, und dass er eben da jetzt nicht mehr dabei ist. Da müssen wir also jetzt einen neuen finden und dann hoffentlich geht das dann weiter voran. 4.0. Jetzt wird spannend, ne? Ich mache das einfach mal alles so. Können das lesen. So, vielleicht einfach nur, ich will jetzt nicht zu jedem einzelnen Punkt irgendwas sagen. Im Wesentlichen haben wir ja über die ganzen Jahre einigen Schmutz aufgesammelt, wenn man so von der Programmierseite her sieht. Und da wir ja dem Semantic Versioning folgen, können wir gewisse Sachen nicht loswerden, ohne wirklich vorne einen Versionssprung zu machen. Das heißt, für gewisse Sachen, die wir jetzt aus Backwards Compatibility Gründen eben noch im Code drin haben, müssen wir den Versionssprung machen, um die entsprechend loszuwerden. Und im Wesentlichen ist das sowas, klar, Bootstrap 4 machen wir auch noch. Da werden auch noch ein paar andere Funktionen drin sein. Das wird sowieso bis Mitte, Ende nächsten Jahres dauern, ist meine vorsichtige Schätzung. Passiert da, fließt noch eine Menge Wasser den Rhein runter, also da kriegen wir auch noch was hin. Machen wir mal weiter, was haben wir denn sonst noch?
Ja, X, Joomla X, das ist eine andere Gruppe, die an einem nicht näher bezeichneten Version arbeitet. Und das ist so ein bisschen wie wir das von Forrest Gump kennen. Das ist so ein bisschen so eine Pralinenschachtel. Wir wissen noch nicht so genau, was drin ist. Und wer aber dazu mehr hören möchte, da ist der Nils und der Marco. Der Marco ist da hinten irgendwo. Der Nils ist hier vorne. Die machen dann noch einen Vortrag. Aber ansonsten sind die auch sehr glücklich, wenn ihr sie zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Fragen zu Joomla X belästigt. Okay. Zertifizierung. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es jetzt eine Zertifizierung. Die erste Zertifizierung ist der Admin-Part. Ist das richtig? Okay, gut. Da können sich also jetzt Firmen, Organisationen können sich also jetzt melden und können sich da als Joomla Learning Partner registrieren lassen. In Deutschland gibt es schon ein paar, die das dürfen. Die sind jetzt da auch gerade gelistet. Und für weitere Fragen darf ich euch freundlich an den André, den Patrick, wo ist der Patrick? Der Patrick sitzt neben dem André und an die Steffi, die ist aber noch nicht da, oder? Die ist erst morgen da. Dann könnt ihr euch die Fragen aufsparen und die morgen fragen. Oder heute bei bei Patrick und André. Was haben wir sonst noch? Ja, es gibt noch ein paar Veranstaltungen. Sogar dieses Jahr noch, und zwar gibt es eine Joomla World Konferenz in Vancouver, Kanada. Die findet statt, wie ihr sehen könnt, vom 11. bis zum 13. Das ist im November. Ja, Vancouver ist sicherlich eine schöne Stadt, ist leider der Monat mit den meisten Regentagen, aber ansonsten kann man da sicherlich mal schön hin. Nächstes Jahr gibt es dann auch eine internationale Veranstaltung, und zwar ist die in Krakau, Polen, 2. bis 4. Juni. Und das wird bestimmt auch ganz toll. Das ist wieder die Veranstaltung, die wir als Verein organisieren, G and Beyond. Und wer sich bis dahin nicht aufsparen kann, der kann schon im Februar nach Essen ins Unperfekthaus und kann da zum Joomla Camp gehen. Das ist auch eine Veranstaltung, die wir hier von dem Verein organisieren. Das ist auch immer ganz toll. So, ist an Konferenz, also Programm wird da gemacht und so weiter. Was haben wir noch? Ah ja, okay. Ein paar Updates, Joomla Zeit. Im Rahmen der Recherche zu dem Vortrag habe ich dann gefunden, dass es sogar eine Joomla Trainingsseite gibt, da gibt es Videos in Englisch. Die findet man da. Und dann soll wohl bald auch ein Shop launchen. Da kann man dann T-Shirts, Kappen und so ein Zeug kaufen. Die Certification-Seite gibt es eben auch noch. Die Showcase-Seite, müsst ihr hinten in New dranhängen. Reicht da mal eure Seiten ein, die wird jetzt gerade neu aufgesetzt und es wäre schön, wenn wir da ein paar Joomla-Seiten drin hätten. Das heißt, dass die schon mal befüllt sind. Und das Team, was die Seiten approven will, das wartet natürlich nur auf eure Vorschläge. Was haben wir sonst noch? Ah ja, wer es noch nicht kennt, es gibt auch ein Joomla Resources Directory. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Firma seid oder eine Dienstleistung anbietet, könnt ihr euch da eintragen und seid dann eben da auch auf Joomla.org gelistet. Was haben wir denn sonst noch? Okay. Jetzt kommen wir zu den Joomla-Seiten, das heißt die Deutschen. Wer es noch nicht gemerkt hat, wir haben auch ein deutsches Forum. Kommt auf forum.joomla.de. Neuigkeiten gibt es auf joomla.de. Und es gibt eben die Vereinsseite auch noch, den JEP e.V. Das bräuchte übrigens mal ein neues Template. Wer sich da berufen fühlt, der könnte da vielleicht mal. Ich habe mal einen Inhalt jenseits willkommen und werden Sie hier Mitglied. Ja. Wäre auch schön. So, dann vielleicht noch ganz kurz zum Verein. Der David hat dazu zwar schon was erzählt, aber wir organisieren Joomla Day, Joomla Camp, J and Beyond und so weiter. Und wir streiten uns auch mal total gerne mit dem Aachener Finanzamt,
machen wir jetzt schon relativ, ja, also das Streiten relativ erfolgreich, schon seit 2012. Haben jetzt gerade vom Kölner Finanzgericht die erste Runde verloren und dürfen aber zum Bundesgerichtshof gehen, und im Rahmen dessen haben wir noch etwas ganz Tolles herausgefunden, aber das könnt ihr dann in dem Vortrag von David gegen Goliath heute um 16 Uhr. Ja, weiß ich. Ich an den Augen, okay. Da ist nochmal Vers, ich vorhin nicht merken konnte, das ist nochmal unsere Webseite. Und jeder darf natürlich Mitglied werden, habt ihr auch schon gehört, also so weiter. Diskussion habe ich direkt durchgestrichen. Wenn ihr Fragen habt, kommt einfach, trefft mich mit der Frage, die ihr euch unter den Nägeln brennt, und über die ganze Veranstaltung. Ich bin hier und vielen Dank.